Liebe Zuschauer, seit November 2011 war der S&P 500 einer der Lieblinge der Anleger auf Indexbasis sozusagen. Doch jetzt ist dieser Aufwärtstrend durchbrochen. Warum eigentlich? Auf welche Marken kommt es an? Und wenn wir uns den Tageschart gleich ansehen wollen, ist ein Todeskreuz passiert. Welche Folgen hat das? Das alles erklärt Christian Köker von der HSBC. Schönen guten Tag, Herr Köker. Hallo, Frau Erhardt. Herr Köker, wir hatten einen langen Aufwärtstrend beim S&P 500, einer der Lieblingsindizes der letzten Jahre. Das ist jetzt vorbei. Was ist passiert? Beziehungsweise, wenn man jetzt die Charttechnik mal anschaut, worauf kommt es denn nach diesem langen Aufwärtstrend jetzt an? Also zunächst einmal, dieser Index war wirklich ein Lehrbuchbeispiel für einen intakten Aufwärtstrend über mehrere Jahre. Und jetzt im Zuge der Kurskapriolen in China konnte auch der amerikanische Standardwerteindex sich hier letztendlich dem nicht entziehen und hat einen starken Rücksetzer gemacht, was man hier eben am rechten Bildrand gut erkennen kann. Wir sind aus diesem Aufwärtstrend, das ist diese untere rote Linie, sind wir stark rausgefallen und haben eben ordentlich Federn gelassen. Und man kann jetzt auch nicht mehr von einem Fehlausbruch sprechen, sondern es ist schon so, dass man sagen kann, wir sind jetzt nachhaltig drunter schon mehrere Wochen und es ist jetzt auch kein schnelles Zurückerobern erstmal in Sicht. Also welche charttechnischen Marken sind da jetzt wichtig und über welches Abschlagspotenzial reden wir da überhaupt? Also ganz kurzfristig sind hier diese Bereiche um 2000 Punkte interessant. Denn das ist dieser Bereich, in dem wir jetzt innerhalb auf Wochenbasis ein paar Mal abgekehrt sind, wieder nach unten, wo wir uns nicht durchsetzen können. Das heißt, kurzfristig, wer für weitere Aufwärtstrends sich positionieren möchte, der muss eigentlich abwarten, dass es über 2000 raufgeht. Dann haben wir vielleicht das Potenzial, in diesen Aufwärtstrendkanal zurückzukehren. Aber wir müssen uns vielleicht auch hier bei diesem Index aktuell stark auch mit Szenarien beschäftigen, die auf der Unterseite liegen. Und da haben wir eher so Kursmarken bei 1927 Punkte oder 1867 Punkte. Das ist so dieses Tief, was man hier sehen kann. Das sind so die neuralgischen Punkte, die man eher auf der Unterseite jetzt betrachten muss. Neuralgische Punkte haben wir auch, wenn wir den S&P 500 auf Tagesbasis betrachten. Da haben wir zum einen das sogenannte Todeskreuz hier in rosa. Das heißt der Schnitt der 50- und 200-Tage-Linie. Und wir haben zugleich eine Wimpelbildung. Was bedeutet es, wenn diese Phänomene auftreten und wenn sie gar noch zusammen auftreten? Also das angesprochene Todeskreuz ist gerade eins der meistdiskutierten charttechnischen Phänomene. Dabei ist es also so, dass die 50-Tageslinie, das ist hier diese blaue Linie von oben, die grüne Linie ist die 200-Tageslinie, das sind Durchschnittsbildungen, kreuzt. Und das ist letztendlich hier passiert, nachdem es diesen starken Rücksetzer gegeben hat. Und infolge dieses Todeskreuzes gab es eben auch nochmal weitere kleinere Rücksetzer im Chart. Das heißt, dieses Todeskreuz ist im Grunde genommen ein kurzfristiger Belastungsfaktor für den Index. Und der hat jetzt diese Wimpelformation hier ausgebildet. Was bedeutet das? Also das ist ja letztendlich Bildsprache. Man kann das sehen, dass der Chart hier, der Index in so einer Zickzack-Formation sich bewegt in den letzten Tagen und im Grunde genommen auf so eine spitze Situation hier zuläuft, im Grunde genommen in eine Entscheidung hineinläuft. Und erfahrungsgemäß ist es eben so, dass wenn ein Chart sich in so einer Wimpelformation befindet, dass wenn die nach oben oder nach unten aufgelöst wird, dass es dann zu einem starken Impuls kommt. Das ist wie mit einer Feder, die man zusammendrückt, irgendwann macht es Batsch und das Ganze geht eben in die eine und die andere Richtung. Und das ist eben der Punkt, den wir uns angucken müssen. Was sind die Punkte, die diesen Wimpel nach oben und nach unten begrenzen? Das sind die Punkte, auf die Anleger jetzt auch achten müssen. Okay, und das Todeskreuz, unterstreicht das dann eher noch das bärische Signal oder hat das miteinander dann sozusagen erstmal nichts zu tun? Ja, so ein Todeskreuz ist nach unseren Auswertungen erstmal etwas, was kurzfristig ein Belastungseffekt ist. Wenn wir jetzt noch 2-3 Wochen warten, dann hat das sicherlich nicht mehr diese Relevanz, aber aktuell ist es eher auch wie ein Damoklesschwert zu sehen, was noch so ein bisschen darüber schwebt. Gefühlt muss man sich eher ein bisschen mehr mit den negativen Szenarien auseinandersetzen. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt eben gesehen haben, dass wir hier diese Marken knapp unter 2000 Punkten 2-3 Mal angelaufen sind, nicht drüber gekommen sind. Ja, das ist letztendlich einfach Fakt. Und wir sehen eben auch, dass diese Schwankungsbreite immer kleiner wird. Es fehlt also so ein bisschen das Aufwärtspotenzial. Und sollten wir aber hier nach oben diesen Wimpel durchbrechen, dann gibt es eben die Chancen, dass wir hier wieder hochlaufen in den Bereich hier dieser grün gestrichelten Linie. Im Idealfall vielleicht wieder in den alten Aufwärtstrend, den wir vorhin gesehen haben.
Aber tatsächlich muss man sich eben auch Gedanken machen, was passiert, wenn wir nach unten ausbrechen. Also fehlendes Aufwärtspotenzial, die nächstwichtigen Marken 1926,27. Für diesen Fall, dass es in diese Richtung geht, haben Sie einen Anlagevorschlag mitgebracht und das ist ein Turbo Put, nehme ich gleich mal so vorweg. Und wir haben da eine Barriere, wo man sagen muss, das kann so ausgehen oder kann so ausgehen, eine riesen Herbstrally. Dürfte es jetzt für den S&P 500 da nicht gehen? Richtig. Also die Barriere, die wir hier ausgewählt haben, liegt bei 2150 Punkten. Das ist, wenn man sich nochmal das Bild von vorne vorher in Erinnerung ruft, das ist eine Barriere, bei der es hier zum Totalverlust bei diesem Produkt kommt. Das muss man ganz wichtig herausstreichen. Das ist ein Produkt mit Totalverlustrisiko. Allerdings liegt diese Barriere, die habe ich so gewählt, dass sie über den Höchstpunkten liegt, die wir zuletzt gesehen haben. Das heißt, wir müssten nicht nur eine Rallye haben, sondern wir müssten quasi in diesen Trendkanal zurückkehren und dann nochmal neue Hochpunkte erkämpfen. Ja, also das sind viele Wenns und da sind erstmal noch viele Widerstände aufzulösen. Deswegen durchaus ein Produkt mit einem moderaten Hebel, der dann am Ende bei 9,95 derzeit liegt. Das bedeutet, weil wir hier über einen Put reden. Ja, ich glaube also eher, wenn ich dieses Produkt kaufe, dass der Markt weiter fällt. Ja. Dass aus jedem Prozent, was der Markt ausgehend vom derzeitigen Niveau nach unten macht, ich 10% knapp Gewinn erziele. Bedeutet aber auch umgekehrt, steigt der Markt, also vielleicht die Herbstrallye, wie Sie es genannt haben, dann führt jedes Prozent Gewinn in diesem Markt eben auch zu 10% Verlust bei meinem Produkt. Und am Ende des Tages, die 2150 darf es nie erreichen. Ich empfehle aber darüber hinaus allen Anlegern ohnehin immer mit Stops zu arbeiten, dass es gar nicht zu diesem Szenario kommt. Okay, ganz wichtiger Hinweis, Stop-Loss immer setzen. Mhm. Sie sprachen es schon an. Nun ist auf der anderen Seite das Produkt vergleichsweise günstig, auch wenn die Barriere noch vergleichsweise entspannt ist und viel passieren müsste. Ist das aktuell, dass die Konditionen so günstig sind, auch ein Zeichen der Zeit? Also dieser Preis letztendlich, den sollten Anleger nicht überbewerten, denn der Preis ist einfach ein Resultat aus der Produktausgestaltung. Wenn Sie ein Produkt nehmen, was noch riskanter ist, also bei dem die Barriere jetzt beispielsweise noch niedriger bei 2000 läge, also damit sehr, sehr, sehr nah am aktuellen Index stand, dann würde dieses Produkt vielleicht nur wenige Cent kosten. Das ist einfach der Situation schuld. Umso riskanter das Produkt ist, ist auch ein guter Hinweis, umso billiger ist es. Also Augen auf bei billigen Hebelprodukten, die sind natürlich immer riskant, hochgehebelt. Ansonsten muss man sagen, muss man hier halt eben auch sehen, dass wir es hier mit einem Investment in einem Index zu tun haben, der in US-Dollar notiert. Also auch das Währungsverhältnis muss berücksichtigt werden. Aber der Preis als solches ist kein Indikator, dass man sagen kann, es ist billig oder teuer. Okay, also auf den Preis allein kommt es nicht an. Und wenn man jetzt auch noch die Chancen und Risiken abwägt mit einem Hebel von knapp 10, wer ist die Zielgruppe für so ein Produkt, gerade in diesen volatilen Zeiten? Ja, also aus meiner Sicht ist das jetzt kein Produkt für diejenigen, die sagen, wir stehen jetzt am Anfang eines neuen mehrjährigen Trends nach oben oder nach unten. Ja, dafür ist das Produkt nicht geeignet, weil es auch eine begrenzte Laufzeit bis Dezember diesen Jahres hat. Das heißt, also, es ist für eine kurzfristige Handlungsoption letztendlich zu nutzen. Für diejenigen, die eben genau beobachten, wird dieser Wimpel, den wir uns angesehen haben, nach oben oder in diesem Fall, das wäre das passende Szenario für dieses Produkt, nach unten aufgelöst, die dann auch eben regelmäßig, ich sag mal mindestens täglich das Ganze auch beobachten. Das heißt, es ist für aktive, chancenorientierte, risikoaffine Anleger geeignet, die sich eben mit den Chancen und Risiken dieses Produktes vertraut machen. Es ist aus meiner Sicht nicht für die Leute geeignet, die sagen, ich möchte jetzt eine langfristige Kapitalanlage machen für meine Altersvorsorge. Da gibt es dann andere schöne Zertifikate. Okay. Herr Köcker, ganz vielen Dank. Gerne. Liebe Zuschauer, die Analysten der HSBC sehen aktuell keinen neuen langfristigen Aufwärtstrend beim S&P 500. Wer sich trotzdem unter Berücksichtigung der Risiken und unter Bewusstmachen all dessen, was man mit Hebelprodukten tun kann, positionieren möchte, findet unter Umständen in Turbo Puts eine attraktive Möglichkeit, die aktuell auch zu günstigen Konditionen zu haben ist. Details zum S&P 500 und alle News, wie es charttechnisch und fundamental weitergeht, natürlich auch bei uns im Deutschen Anlegerfernsehen. Dankeschön. Thank you.